Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und alle spannenden Fragen, Dinge, Schülerfragen habe ich unter dem Begriff zauberhafte Physik mal zusammengefasst. Und in diesem Video geht es um die Fragen, warum dreht sich die Erde? Woher weiß man, dass die Erde sich dreht? Wie hat man das rausgekriegt? Und so weiter und so fort. An diesem herrlichen Tag habe ich mir mal einen Perspektivwechsel verschafft. Wenn ich mir hier unten das Dilltal angucke, so könnte man fast meinen, man schaut auf eine Modelleisenbahn. Aber heutzutage sind wir nicht auf Aussichtstürme angewiesen. Wir haben Satelliten und eine internationale Raumstation, die die Erde umkreist oder umkreisen, besser gesagt. Die internationale Raumstation beispielsweise, die bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 28.000 Kilometer pro Stunde. Eine Gewehrkugel aus einem modernen Gewehr schafft es gerade mal auf 4.000 Kilometer pro Stunde. Das ist eine unvorstellbare Geschwindigkeit und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die internationale Raumstation für eine komplette Umrundung der Erde gerade einmal etwas über 90 Minuten braucht. Für heute ist es eigentlich sehr einfach, wenn man wissen möchte, wie die Erde aussieht. Man muss nur aus dem Fenster der ISS gucken. Die internationale Raumstation hat aber auch zum Beispiel Webcams, sodass du bei YouTube ganz einfach den entsprechenden Livestream öffnen kannst und selber gucken kannst. Jetzt ist aber die Geschichte, heute ist das natürlich alles sonnenklar, dass die Erde rund ist, dass die Erde sich dreht. Aber wie war das eigentlich damals, als man noch keine Raumstation zur Verfügung hatte, noch keine Satelliten, noch keine Flugzeuge? Wie hat man das rausgekriegt? Selbst die Griechen waren schon sehr gute Beobachter. Die Drehung der Erde war noch nicht so ein großes Thema bei denen, aber dass die Erde rund ist, das haben die schon aus Beobachtungen geschlossen. Aber Sie selbst, wir schauen erstmal ein bisschen auf die Geschichte. Um kurz zu erläutern, was die Griechen beobachtet haben, habe ich hier ein Modell, beziehungsweise hier so einen kleinen Globus und hier ein Modell eines Bootes. Und wenn jetzt hier das Boot übers Wasser schippert, wenn ich das jetzt so halte, das, was man als erstes sieht, ist die Spitze. Und dann erst sieht man den Rest vom Boot. Hier erst die Spitze, erst das Männiken, den Ruderer und erst später dann das ganze Boot. Und das Zweite, was die Griechen beobachtet haben, ist, wenn ich das zur Seite lege, nehmen wir nochmal kurz den Globus, der Schatten von dem Globus, also den eigenen Schatten, den kann man einer besonderen Situation sehen. Die habe ich hier. Das hier ist die Sonne, das Blau ist die Erde, das Weiße ist der Mond. Ja, das ist nicht ganz maßstabsgerecht, aber es geht ums Prinzip. Und normalerweise, wenn jetzt hier die Sonne scheint, leuchtet die hier auf den Mond und auf die Erde. Und wenn der Mond hinter der Erde ist, dann wirft die Erde ihren Schatten auf den Mond. Das Ganze nennt sich Mondfinsternis und ist die Gelegenheit, um mal den Erdschatten zu sehen. Und genau das haben die Griechen beobachtet und ihnen ist dabei aufgefallen, dass der Erdschatten rund ist. Aristoteles hat bereits im 4. Jahrhundert vor Christus aus den beiden Tatsachen, dass man von Schiffen erst die Spitze am Horizont sieht
und der Schatten der Erde bei der Mondfinsternis rund ist, geschlossen, dass die Erde offensichtlich eine Kugel sein muss. Vincenzo Viviani war ein Mitarbeiter Galileo Galileis und beschäftigte sich unter anderem mit den Schriften von Archimedes und Euklid. Aber das Entscheidende war, er führte Experimente mit Pendeln durch und beobachtete, dass die Pendelebene sich im Uhrzeigersinn dreht. Giovanni Battista Guglielmini war der erste, dem ein experimenteller Nachweis der Erdrotation gelang, und zwar genau an diesem Turm hier. Das war 1791, und zwar hat er einfach Dinge fallen lassen, und aufgrund der Erdrotation ergibt sich eine Abweichung. Das heißt, es fällt nie senkrecht runter, sondern mit ein bisschen Versatz. Und er war der Erste, der einen genügend hohen Turm gefunden hatte. Und zumindest gemessen hat er 16 mm, 10 mm wäre der theoretische Wert gewesen. Im Januar 1851 hat Léon Foucault die Idee mit dem Pendel noch einmal aufgegriffen und hat die Drehung der Pendelebene entdeckt bzw. gesehen. Es war also nicht das Pendel, sondern der Boden, der seine Richtung geändert hat, weil ja keine äußere Kraft auf das Pendel einwirkte. Im Pantheon 1851 im März hat er entsprechend das Ganze öffentlich vorgeführt. Und hier ist ein, sagen wir, etwas deutlich aktuelleres Bild. Man kann das Ganze immer noch dort entsprechend in echt bestaunen. Gaspard Gustave de Coriolis analysierte rotierende Maschinenteile und entdeckte dabei 1835, wenn man diese relativ zu ihrer Rotation bewegt, eine Kraft wirkt. Das Ganze ist ja jetzt schön und gut, aber was ist jetzt eigentlich die Physik dahinter? Wie kann ich nachweisen, dass die Erde sich dreht? Und dazu gucken wir uns erstmal ein kleines Experiment in der Schule an. Kräfte erkennt man an ihrer Wirkung. Dazu habe ich hier einen kleinen Magnet, der auf einem fahrbaren Untersatz ist. Und wenn ich jetzt hier ankomme, kann ich den fahrbaren Untersatz hier hin und her schieben. Das heißt, die eigentliche Kraft, die vom Magneten hier auf den anderen Magneten wirkt, die kann ich nicht sehen, aber die Wirkung kann ich sehen. Wenn ich außerhalb des Aufzugs bin, ist es einfach. Ich erkenne den Aufzug als Aufzug. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn ich in dem Aufzug bin? Angenommen, man hat sein ganzes Leben in einem Aufzug verbracht. Okay, schreckliche Vorstellung, aber nur mal so als Gedankenexperiment. Wie kann ich eigentlich herausfinden, dass ich in einem Aufzug bin? Jedes Experiment, was ich machen werde, wird eigentlich so verlaufen wie überall anders auch. Bis auf zwei Punkte, die verraten den Aufzug. Und zwar der Punkt, wenn, oder der Zeitpunkt, wo der Aufzug losfährt, beziehungsweise der Zeitpunkt, wo er abbremst. Und genau das probieren wir aus. Dazu habe ich hier eine weiche Feder, an der zwei Eisenstücke hängen. Und wir sind im Erdgeschoss und ich drücke jetzt auf die 3 und man sieht sehr schön, dass plötzlich das nach unten gezogen wird und jetzt bremsen wir wieder und man hat gesehen, wie das Eisenstück nach oben gegangen ist. Immer wenn das System, also das Auto oder der Fahrstuhl, in dem ich mich befinde, beschleunigt wird, das heißt schneller, langsamer wird oder die Richtung ändert,
entstehen aufgrund der Trägheit in diesem System real wirkende Kräfte. Und diese Kräfte wirken immer entgegen der Beschleunigung. Und da diese Kräfte nur in beschleunigten Systemen auftreten, nennt man sie Scheinkräfte. Du hast also gesehen, in dem Fahrstuhl, sobald dieser beschleunigt, spüre ich eine Kraft, ganz real. Obwohl von außen betrachtet, dass er eigentlich nur die Trägheit ist und irgendwie da eigentlich gar keine Kraft sein sollte. Und das nennt man Scheinkraft. Und die Scheinkräfte, die weisen oder die auch durchaus real messbar sind, die zeigen mir, dass ich mich in einem beschleunigten System befinde. Das bedeutet, immer dann, wenn ein System beschleunigt, immer dann habe ich eine Scheinkraft, die ich messen kann. Und beschleunigen heißt ja nicht nur schneller oder langsamer werden. Beschleunigen kann ja auch bedeuten, dass ich die Richtung ändere. Bei einer Kreisbewegung, da ändere ich ja ständig die Richtung. Und du kennst das bestimmt aus dem Bus oder dem Zug oder auch dem Auto. Sobald es um eine Kurve fährt, fühlst du eine Kraft. Und das ist genau die Kraft, die man versucht hat oder die man versuchen kann nachzuweisen. Hier habe ich ein Pendel auf einem Drehstuhl. Dieses Pendel lasse ich jetzt einfach mal pendeln und dabei drehe ich den Drehstuhl. Bitte auf die Pendelachse achten. Man sieht, die Pendelachse bleibt stabil, auch wenn sich unten drunter alles andere dreht. Befinde ich mich zum Beispiel in einem rotierenden System, beispielsweise in einem Karussell in der Mitte und werfe einen Ball nach außen, so sieht es, wenn ich sozusagen von außen das Ganze betrachte, aus, als würde der Ball geradeaus fliegen. Auf dem Karussell selber sehe ich eine Ablenkung und das ist die Corioliskraft, eine Scheinkraft, die entsprechend nur in einem rotierenden System als reale Kraft wahrnehmbar ist. Stellt man nun auf dem Nordpol ein Pendel auf, so sieht man aufgrund der Corioliskraft eine Ablenkung. Und zwar dreht sich die Pendelebene im Uhrzeigersinn. Wenn ich jetzt mehrere Pendel aufstelle, über die Erde verteilt, werde ich feststellen, dass sich alle Pendel auf der Nordhalbkugel, die Pendelebene, entsprechend im Uhrzeigersinn dreht. Das Pendel am Äquator erfährt keine Ablenkung, das ist das vorletzte auf dem Bild. Und das letzte, unterste Pendel ist das Pendel, was sich auf der Südhalbkugel befindet und dort findet eine Ablenkung der Pendelebene gegen den Uhrzeigersinn statt. Die Corioliskraft kann ich auch beim Wetterbericht beobachten. Links habe ich ein Tiefdruckgebiet auf der Nordhalbkugel, also bei Island, das dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Das machen alle Tiefdruckgebiete auf der Nordhalbkugel. Auf der Südhalbkugel, das Tiefdruckgebiet dreht sich im Uhrzeigersinn. Das machen alle Tiefdruckgebiete auf der Südhalbkugel. Bei den Hochdruckgebieten ist es genau umgekehrt. Da würde sich das Hochdruckgebiet auf der Nordhalbkugel entsprechend im Uhrzeigersinn drehen und auf der Südhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn. Achte doch einfach mal beim nächsten Wetterbericht darauf. Schauen wir uns mal an. Schauen wir uns mal an, warum dreht sich eigentlich die Erde? Dazu habe ich hier eine Kugel. Nicht irgendeine Kugel, es ist eine Bleikugel. Und die Bleikugel zeichnet sich dadurch aus, sie ist schwer.
Gut, ich will sie jetzt nicht fallen lassen. Das gibt mit Sicherheit ein Loch im Boden. Die ist wirklich sehr schwer. Und naja, Trägheit ist auch so etwas. Die Dinger waren mal als, beziehungsweise dann, ich glaube eher aus Stahl, waren mal als Kanonenkugeln auch recht beliebt. Weil, wenn das Ding sich einmal irgendwo in irgendeine Richtung bewegt, Trägheit bedeutet ja, ich brauche eine Kraft, um den Bewegungszustand von diesem Ding zu ändern. Also sprich, um es zum Beispiel anzuhalten. Und die Trägheit ist unter anderem von der Masse abhängig. Das heißt, wenn das Ding elendig schwer ist, brauche ich ganz, ganz, ganz viel Kraft, um das Ding irgendwie wieder aufzuhalten. Und mit der Erde ist es im Prinzip genauso. Trägheit kann sich nicht nur darauf beziehen, dass sich etwas in irgendeine Richtung bewegt, sondern es gibt das Ganze ja auch für die Drehbewegung. Das heißt, wenn sich etwas dreht, dann dreht es sich so lange, bis irgendeine Kraft drauf einwirkt, die dafür sorgt, dass es sozusagen gebremst wird. Schauen wir uns an, was man umgangssprachlich als Schwung oder Wucht bezeichnet. Der Impuls, eine grundlegende physikalische Größe, vor allen Dingen eine Erhaltungsgröße, also eine Größe, die sich ohne äußeren Einfluss nicht ändert. Je größer und schneller die Bewegung und je massereicher das Objekt, umso größer ist auch dessen Impuls. Schauen wir uns an, was man umgangssprachlich als Drall oder Schwung bezeichnet. Und das ist der Drehimpuls. Auch eine physikalische Erhaltungsgröße ist letztendlich ein Vektor, der in der Drehachse verläuft. Die Richtung kann man entsprechend mit der rechten Hand bestimmen, wie das hier rechts im Bild dargestellt ist. Das Entscheidende ist, man unterscheidet nochmal zwischen einem Eigendrehimpuls, das ist, wenn sich ein Objekt um den eigenen Schwerpunkt dreht, oder um einem Bahndrehimpuls, das heißt, wenn sich das Objekt auf einer Bahn bewegt. Für die Erde entsprechend wäre der Eigendrehimpuls die Eigendrehung der Erde und der Bahndrehimpuls sozusagen die Drehung um die Sonne. Sicherlich ist dir schon mal aufgefallen, dass je langsamer man mit dem Fahrrad fährt, umso schwieriger wird es, die Balance zu halten. Und hier habe ich ein Fahrrad, naja, ein Teil vom Fahrrad. Und ja, wenn ich dieses Teil loslasse, fällt es runter. Das ist nicht sonderlich überraschend. Aber jetzt wird es überraschend, weil jetzt stoße ich das an und hier habe ich ein Seil vorbereitet und jetzt lasse ich es los. Und es fällt nicht runter. Wie kommt das? Naja, eigentlich ganz einfach. So eine Drehbewegung ist etwas sehr Stabiles. Man sagt auch Drehimpuls dazu. Und dieser Drehimpuls sorgt dafür, dass du, wenn du Fahrrad fährst, das Ganze sehr stabil ist. Und ja, und in diesem Fall sorgt es dafür, dass, wenn ich das an einem Ende festhalte, das eben nicht herunterfällt. Hier habe ich einen drehbaren Hocker und das Rad. So, jetzt nehme ich hier auf dem Hocker Platz und man sieht, sobald ich die Füße oben habe, kann sich das Ding frei bewegen. Und jetzt versetze ich das in Drehung. Damit hat das Ding jetzt einen Drehimpuls. So, und das Ganze dient jetzt dazu, die Erhaltung des Drehimpulses zu demonstrieren. Wenn ich das nämlich jetzt drehe, drehe ich mich auch. Andere Richtung. Stopp. Ich habe hier praktisch einen Drehimpuls. Und zwar zeigt der Drehimpuls entlang der Achse, der Drehachse. Und in dem Moment, wo ich die hier rumdrehe,
drehe ich den Drehimpuls herum. Und damit sozusagen der Drehimpuls erhalten bleibt, drehe ich mich entsprechend andersrum. Das heißt, das Rad dreht sich so rum und ich drehe mich so rum. Damit sozusagen beides addiert 0 ergibt. Dass so ein Kreisel, wenn er sich denn dreht, sehr stabil ist, das möchte ich hier nochmal demonstrieren. Nutzt man übrigens auch an vielen Stellen. Zum Beispiel dein Handy nutzt das. Oder auch im Flugzeug. Das Gyroskop ist letztendlich nichts anderes als ein Kreisel. Und die Kreiselachse möchte ja stabil bleiben. Und wenn ich dann versuche, das irgendwie ja, zu drehen, macht das nicht so ohne weiteres mit. Und das möchte ich hier nochmal in diesen Experimenten näher untersuchen. Dazu habe ich ein Gyroskop bzw. Kreisel. Und ja, versetze ich in Drehung. Und jetzt gehe ich einfach her und setze den Kumpan hier auf meine flache Hand. Und man sieht, es führt diese Drehbewegung aus, also es fällt nicht um. Und diese Drehbewegung, die nennt man Präzision. Ups, Präzisionsbewegung oder Präzision. Die Erde führt übrigens auch diese Präzision aus. Da dauert sie allerdings 28.800 Jahre. Wird verursacht, wie auch in diesem Fall, hier wird es durch die Erdanziehung verursacht, also durch praktisch eine Kraft von außen und der Kreisel widersetzt sich dieser Kraft. Das heißt, er entwickelt eine Kraft, die sozusagen senkrecht zu der einwirkenden Kraft wirkt. Das heißt, die Erdanziehungskraft wirkt nach unten und senkrecht dazu, naja, dann haben wir genau diese Präzisionsbewegung. Und die Erde macht das auch. Wie gesagt, da ist es praktisch die Sonne und der Mond, die sozusagen von außen Kräfte auf die Erde ausüben und dazu führen, dass auch die Erde diese in 28.800 Jahren diese Präzisionsbewegung durchführt. Die Präzisionsbewegung kommt letztendlich durch zwei Kräfte. Einmal ist die Erde nicht exakt rund, der Äquatorradius ist halt größer. Die Gezeitenkräfte von Mond und Sonne erzeugen noch ein Drehmoment, was versucht, die Erdachse aufzurichten. Und dadurch hat man diese Präzisionsbewegung, die ungefähr 25.800 Jahre dauert. Last but not least, ein Tag dauert nicht ganz 24 Stunden, wenn man die Erddrehung zugrunde legt. Die Erddrehung dauert nur 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Am Bild ist das sehr schön zu erkennen. Aufgrund der Bahn um die Sonne muss sich die Erde nicht nur einmal um sich drehen, sondern ein Stückchen weiter drehen. Das ist der Unterschied zwischen Bild 2 und 3. Du hast gesehen, die Drehung der Erde ist ein ganz schön spannendes Thema, wo es ganz, ganz viele Sachen gibt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Soweit, so gut.